eine ganz wichtige Folge steht nämlich noch aus, denn wir haben noch einen Sponsor, den wir euch gerne vorstellen wollen. Zum wiederholten Mal wird das Gamecamp unterstützt von Zipsoft. Bei Zipsoft handelt es sich ja quasi um die Hidden Giants in Deutschland, eines der erfolgreichsten Studios, das wir hier haben. Und mit Tibia betreiben sie eines der traditionsreichsten Online-Games seit 1997 bis heute. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Matthias sprechen kann. Hallo Matthias. Hallo Lena. Ja, was ist deine Aufgabe bei Zipsoft eigentlich? Ich bin mit meinem Team dafür verantwortlich, herauszufinden, welche Spiele Zipsoft in Zukunft entwickeln wird. Und wir kümmern uns darum, interessante Spielkonzepte zu entwickeln und kleine Prototypen zu bauen, um zu testen, ob die dann auch wirklich funktionieren. Tibia ist ja auf jeden Fall ein sehr interessantes und funktionierendes Spielkonzept. Ehrliche Frage. Ja. Hätten wir das Gamecamp nicht eigentlich auch in Tibia stattfinden lassen können? Nein, wahrscheinlich nicht. Also Tibia ist eine hervorragende Kommunikationsplattform, aber es ist halt doch eher orientiert auf MMORPG-Spieler und jetzt nicht auf wir treffen uns, um Spiele zu entwickeln oder darüber zu reden. Okay. Und mittlerweile gibt es auch so schöne Tools mit Videokonferenzsoftware, das ist dann schon sehr praktisch. Und in Tibia ist halt Textchat. Also treffen wir uns lieber alle dann nach dem offiziellen Teil in Tibia und haben da noch ein bisschen schöne Social Genau. Time. Gehen noch ein paar Drachen jagen. Sehr gut. Das sollten wir machen. Ihr schreibt eine Erfolgsmeldung nach der anderen. Ihr habt das Herz am Ja. rechten Fleck und seht auch noch gut aus, was ich hiermit bestätigen kann. Herzlichen Dank. Müsst ihr euch aber immer noch bei Freunden, Eltern etc. für den Job SpieleentwicklerInnen rechtfertigen? Ja, natürlich schon. Also die Tibia ist immer noch ein Nischenprodukt, auch wenn wir sehr erfolgreich sind. Und insbesondere in Deutschland haben wir eigentlich sehr wenig Kunden. Und wir bemühen uns aber schon seit Jahrzehnten, dass wir hier in Deutschland als Arbeitgeber einfach immer bekannter werden. Und bei den, insbesondere den Informatikständen, da haben wir mittlerweile einen gewissen Ruf. Und die melden sich dann nach Ende ihres Studiums dann doch mal bei uns und fragen nach, was bei uns geht. Ja. Aber gegenüber unseren Freunden, Eltern, Verwandten muss man natürlich schon wieder ein paar Erklärungen nachschieben, weil es ist nicht alles offensichtlich und ein paar Sachen sind ja wirklich abgefahren, was wir machen. Ihr habt ja jetzt, apropos Arbeitgeber, auch gerade die Auszeichnung bekommen, dass ihr besonders familienfreundlich seid als Ja. Arbeitgeber. Das ist ja, glaube ich, auch nicht die erste Auszeichnung, die ihr da bekommen habt. Also Gratulation dazu. Man hört echt nur tolle Sachen. Und da vielleicht auch eine Frage noch. Was sucht ihr denn eigentlich, wenn ihr Stellen besetzt? Wer kann sich bei euch bewerben? Habt ihr da irgendwie gerade was offen? Auf was legt ihr besonders Wert? Ja, natürlich. Also generell unsere aktuellen Stellenausschreibungen findet man immer auf unserer Webseite. Da möchte ich jetzt auch gar nicht in Detail eingehen. Die sind da super aufgelistet und da stehen auch die Details dran. So, und die allgemeinen Sachen ist, wir achten auf eine gesunde Mischung aus fachlicher Kompetenz und aber auch Social Skills. Und insbesondere das angesprochene Arbeitsklima hier ist ja wirklich sehr gut. Das ist einer der ganz, ganz großen Punkte, warum man hier gerne bei Zipsoft arbeitet, weil die Kollegen alle so cool und so nett und so professionell sind. Und es macht richtig Spaß. Und bei der Einstellung wird sehr darauf geachtet, dass neue Mitarbeiter hier wirklich zu uns passen und diesen Spirit, den wir hier alle haben, auch wieder mit reinbringen. Und da achten wir am meisten drauf, damit eben auch das gute Arbeitsklima, für das wir auch Auszeichnungen bekommen, halt erhalten bleibt, weil wir finden es super. Ja. Also generell nette Leute, gute Mischung aus Kompetenz und Social Skills. Ja, vielleicht ist da jetzt auch für euch was damit dabei. Wir verlinken euch auf jeden Fall unten mal die Seite von Danke. Zipsoft. Schaut da auf jeden Fall mal drauf, wenn ihr auf der Suche nach einer Stelle seid. Noch eine letzte Sache. Der Ja. Lego-Drache ist Ja. eines der absolut besten Giveaways ever. Gibt es noch Ja. Möglichkeit, irgendwie an einen dran zu kommen? Also, ich kenne die genaue Liste nicht, aber Fakt ist, die Anzahl ist limitiert und der Großteil ist schon weg. Aber da müsste ich die entsprechende Person hier in der Firma mal ansprechen und fragen, hey, die Lena vom Gamecamp battelt noch ganz arg. Also Und dann gucken wir mal, ich was wir habe schon kriegen. einen und ich Oh, liebe ihn sehr gut. wahnsinnig. Ja. Es ist, ich bin kurz davor, Okay, ihn ich aus gebe es dem mal Büro weiter. zu mir nach Hause zu stellen, zu meinen anderen Lego-Sachen, weil ich ihn so klasse finde.
Ja, der Lego-Drache ist wirklich ein besonderes Giveaway und wir haben dann mit einer Person, die eben auch Lego-Sets bauen und verkaufen darf in Deutschland, einen Deal gemacht, dass wir dann ein limitiertes Set von dem bekommen. Und Drachen natürlich, Tibia, ein Klassiker. Sehr nice Sache. Und für alle, die jetzt keinen Lego-Drachen von Zipsoft haben, die können die coolen kleinen Pappfiguren, die es normalerweise bei Events, die ihr sponsert, immer ausliegen, Ja. hier auf jeden Fall zusammenbauen. Ich muss Ja. sagen, die sind wahrscheinlich das zweitniceste Giveaway, das es so gibt. Ja, und wir haben noch unseren Pizzaschneider mit dem Drachen drauf, der wirklich sehr cool ist. Den sollten wir auch definitiv für unser nächstes Vor-Ort-Event, wo wir dann hoffentlich mal Ja. wieder Pizza catern können und uns Ja. sehen, verwenden. Ja, falls es passieren wird, we keep you posted. Dankeschön. Ja, dann ein ganz herzliches Dankeschön an dich und an euch alle für euer Sponsoring und für eure Unterstützung. Ja, gerne. Wie können sich denn die BesucherInnen des Gamecamps erkenntlich zeigen bei euch? Gibt es da was? Naja, also wir hoffen, dass wir irgendwann mal Bewerbungen bekommen von Leuten, die wirklich Bock haben, bei uns zu arbeiten. Ich meine, deswegen machen wir das auch und sponsern sowas, damit Zipsoft als Arbeitgeber bekannt wird und zwar als richtig cooler Arbeitgeber. Ja, wir machen Multiplayer-Online-Games und wir brauchen immer mal wieder neue Mitarbeiter. Und wenn die von uns wissen da draußen, dann ist das sehr gut. Und die ganze Angelegenheit hat sich aus unserer Sicht rentiert, wenn wir auch nur einen einzigen Mitarbeiter einstellen, der dann noch länger bei uns bleibt. Ja, das wäre hervorragend. Wir Ja. drücken euch Also die schaut mal an, Daumen. was es gibt, und dann geht's los. Sehr cool. Seid ihr auch mit einer Session dabei? Weißt du das schon? Dürfen wir uns da auf etwas von euch freuen? Nein, ich weiß es nicht und ich persönlich bin leider nicht involviert. Leider, ich kann leider nicht. Es ist ärgerlich, aber ja, Dann sind das Privatleben ist halt auch da. wir einfach mal gespannt, wer von euch Gespannt, denn ja, macht dabei das mal. sein wird und ob wir eine Zipsoft-Session hören werden. Und wenn ihr jemanden von Zipsoft seht in unserer virtuellen Welt, dann sagt doch auch einfach mal vielen Dank an diesen tollen Sponsor. Also Dann Dankeschön Zipsoft. nochmal an dich, Matthias, Gerne. und Grüße an das ganze Team. Und wir sehen uns. Dankeschön. Vielen Dank, Lena. Ciao.